dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Showtime, Leute. Folge 62 der munteren Philosophen-Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Mit Brille. Francis Bacon ist der nächste Beiträger hier in dieser Zitatensammlung. Neues Organon der Wissenschaft. Also ein großer Wurf, der sich da angeblich ankündigt. Die Menschen glauben nämlich, ihre Vernunft führe die Herrschaft über die Worte allein. Nicht selten beherrschen gegenteils die Worte den Sinn so, dass dadurch die Philosophie und die Wissenschaften zu unnützer Sophisterei herabgesunken sind. Denn die Worte werden meist im Sinne des Haufens geprägt und begrenzen die Dinge der gemeinen Fassungskraft gemäß. Will nun ein geschärfter Verstand eine tiefere Beobachtung tieferen Beobachtung jene Grenzen versetzen, um sie der Natur anpassender zu machen, so empören sich die Worte dagegen. Also nicht selten beherrschen gegenteils die Worte den Sinn. Und auch diese Feststellung aus dem 17. Jahrhundert vermag an den 61 Folgen dieser Trilogie geschulter Verstand sofort einzuordnen, was es heißt, die Worte im Sinne des Haufens geprägt. Das ist immer dann der Fall, wenn unreflektiert irgendeine Bedeutung übernommen wird. Es beginnt eigentlich schon mit dem Erlernen einer Sprache. Man eignet sich Begriffe an, die für bestimmte Geschehnisse, Aktionen, Eigenschaften und dergleichen in Gebrauch sind und dergestalt Geltung haben, dass jemand anderer, der dieses oder jenes Wort hört, dann versteht, was gemeint ist, um was es geht. Und dieser übliche Sprachschatz, der bewegt sich in der Regel, wenn da keine anderen Einflüsse wirken, in einer, sagen wir mal, in einem kleinkarierten Bereich, wo der Alltag im Grunde genommen das Maßgebende ist und auch die Durchschnittlichkeit eben der Haufen, wie das bei Bacon heißt, der gemeine Haufen, das ist eine gebräuchliche Redewendung in der deutschen Sprache. Und damit sind alle die Sprachgewohnheiten gemeint, die wenig reflektiert einfach übernommen werden. Überhaupt das Verhältnis von Sprache und Denken überhaupt nicht reflektiert, so dass ein Umstand, wie er hier von Bacon beschrieben wird, dass die, wenn jetzt ein geschärfter Verstand eine tiefere Beobachtung versetzt, andere Grenzen setzt, um sie der Natur anpassender zu machen, so empören sich die Worte dagegen, beziehungsweise die Allgemeinheit, der Allgemeinheitsgrad der Worte, der will da dann nicht mehr passen, weil eben eine tiefere Beobachtung in der Sprache
nicht vorgesehen ist und man nach Worten suchen muss, um ausdrücken zu können, was in dieser oder jenen Situation durch diese Worte repräsentiert werden soll. Soweit Francis Bacon. Berühmt geworden, könnte man fast sagen, ist durch seinen Spruch Wissen ist Macht, der aber in ganz einseitiger Weise immer interpretiert worden ist, so in dem Sinn, man solle sich Bildung aneignen, um dadurch sich über seine Mitmenschen erheben zu können oder im Beruf weiterzukommen, wie auch immer. Aber nicht in dem Sinn, dass dieses objektivistische Wissen aus Allgemeingültigkeit besteht und Macht auch aus Allgemeingültigkeit besteht. Dass also die Allgemeingültigkeit, die Allgemeinheit der Faktor ist, der das eine aus dem anderen macht. Also Wissen ist ohne Allgemeinheit nicht denkbar und auch Macht ist ohne Allgemeinheit nicht denkbar, weil eine Macht immer eine Mehrheit von irgendetwas bedeutet über eine Minderheit von etwas anderem. Und mit der Allgemeinheit ist dann auch die Abstraktion am Start, weil die Abstraktion, nicht nur die Sprache, sondern das Abstrahieren, das Ignorieren und auf der anderen Seite das Interessieren für etwas anderes im Grunde genommen des Pudels Kern ist, wenn man so will. Das, wonach Goethes Faust vergeblich sucht, das ist die Allgemeinheit und die Probleme, die durch Allgemeinheit geschaffen werden. Man könnte eigentlich simplifizieren und sagen, Allgemeinheit ist das Problem an sich. Dann die nächste Nummer, 296, dieses Mal Heinrich Rickert, zum wiederholten Mal hier in dieser Sammlung, wieder etwas längere Textstelle. Ich zitiere, ein unaufhaltbarer Antagonismus existiert zwischen dem, was wirklich ist und dem, was durch das begriffliche Denken bewältigt werden kann. Versucht man die Wirklichkeit in einen wissenschaftlichen Begriff zu bringen, so zeigt sich sogleich deren Irrationalität. Die Wirklichkeit, so wie sie ist, geht in keinen Begriff ein. Das lebendigste Objekt, worauf irgendein Erkennen sich richtet, hört auf, real zu leben, soweit es begriffen ist. Der Dualismus von Wirklichkeit und Begriff ist niemals aufzuheben. Seine Überwindung wäre zugleich die Wissenschaft selbst überwinden. Soweit Heinrich Rickert. Er nennt es hier Antagonismus und dann wieder Dualismus. Aber es war auch Rickert, der von einer unüberbrückbaren Kluft zwischen Wort und Sache gesprochen hat, von die berühmte Inkommensurabilität, die Unvergleichlichkeit, weil das eine sich auf einer ganz anderen logischen Ebene befindet als das andere und es kein gemeinsames Drittes gibt, über das sich beides vergleichen lässt. Die übliche Warnung dann, dass sich Wirklichkeit nicht in einen wissenschaftlichen Begriff bringen lässt. Eine Wirklichkeit so, wie sie ist, ist natürlich auch ein Idealismus, wenn jetzt hier
Rickert tatsächlich glaubt, dass es so etwas gibt wie eine Wirklichkeit, so wie sie ist. Das ist eher ein Ausspruch für Mystiker, die sich dann da einen speziellen Begriff machen von einer Wirklichkeit, so wie sie ist. Aber vom logischen Verstand her gibt es keine Möglichkeit der Erkenntnis eines solchen Zustandes oder einer solchen Behauptung, weil wie etwas ist, wie es ist, ist es unabhängig von der menschlichen Möglichkeit, irgendetwas zu erkennen. Dann ein weiterer Vergleich, der nicht nur sich bei Rickert, sondern vielfach dann findet, dieser Vergleich mit Leben und Tod, dass die Abstraktion nur das tote Geschehen so wie abstrahieren zu können, muss der lebendige Leib erst getötet werden und erst der Leichnam dann steht für die Abstraktionen zur Verfügung, so auf die Art. Das ist alles in Bezug auf eine an sich objektive Realität gedacht. Und das Ganze schaut völlig anders aus, vollkommen anders aus, wenn klar ist, dass eine objektive, allgemeingültige Realität kein Gegenstand von Erkenntnis sein kann, prinzipiell nicht, so dass die Begriffsbildung immer zweckbedingt vonstatten geht. Und dann ist die eigentliche Frage, die bewegt, wie diese Willkürlichkeit in der Begriffsbildung bzw. die Interessen, die da verfolgt werden, die Zwecke, sich in einer ethischen Ordnung, nach welcher Reihenfolge, Rangfolge das abzuwägen ist. Und so in der Hinsicht dann gestaltet sich die Begründung. Das eine ist höher zu wägen, zu werten und dementsprechend fällt das Urteil aus. Es geht letztlich um nichts anderes als eine solche ethische Bewertung für alles, mit was man es zu tun hat, Zwecke, Bedürfnisse, Nutzen, Interesse, wie gesagt, das sind die Abteilungen, die zu bewerten sind und dann ist dann letztlich die Wertvorstellungen, die sogenannten Werte, die es da, die als Normen, die Prinzipien darstellen, nach denen beurteilt wird und auch die Diskussionen bewegen sich dann in der Richtung, die Gespräche untereinander, geht alles nur um Werturteile, die gefällt werden, die dann in Frage gestellt werden und dementsprechend dann entweder sich legitimieren oder nicht legitimieren. Und dann etwas richtig ist und etwas anderes falsch ist. Eine Indifferenz, Gleichgültigkeit gibt es im Grunde genommen da nicht mehr. Die Gleichgültigkeit ist auch schon ein Urteil. Also Ignoranz ist dann kein Attribut von Freiheit. Diese Freiheit existiert dann auch nicht mehr. Also es gibt keine Freiheit, sich seines Bewusstseins zu entledigen oder seiner Prinzipien, seiner Wertvorstellungen. Und dementsprechend ist dann eine Gesellschaft, ein Staat zu organisieren, die entsprechenden Rahmenbedingungen, so dass es möglich wird, die höhere Werte und auch höchste Werte zu realisieren, aber in jedem Fall
das Level und die und das Niveau, in welcher Hinsicht auch immer, fortwährend zu steigern, zu erhöhen. Und das nennt sich dann Fortschritt und Entwicklung und ist das genaue Gegenteil eines Regresses beziehungsweise eine Rückkehr in geschichtlich schon überholt geglaubte Barbarei oder Unzivilisiertheit in Form einer Überbetonung des Emotionalen, wie es heutzutage gerade im Sport en vogue ist oder in den ganzen Fernsehformaten, werden den Leuten alle möglichen Emotionen herausgekitzelt. Es geht nur noch um Emotionen. Intelligenz ist im Fernsehen, kommt nicht an, bringt keine Einschaltquoten. Und das ist das, was man als dunkle Zeiten, finsteres Zeitalter bezeichnet, wenn die Emotionen regieren und alles andere bloß mehr eine Abstraktion, ein Gedanke ist eine Vorstellung. Ja, da hat es mal eine Zeit gegeben, da waren die Verhältnisse eher vom Verstand und von der Vernunft, vom logischen Denken bestimmt und nicht von den Gefühlen und der Emotionalität als obersten Wert sozusagen. Es geht weiter mit der Nummer 297, nachdem ich einen kurzen Check auf meinen Zeitgeber, 10 Minuten sind das noch. Die älteste Sprache war Musik, die älteste Schrift war Malerei. Was heißt das jetzt in Bezug auf die Abstraktionen? Musik ist selbstverständlich auch eine Abstraktion, in dem die Aufmerksamkeit, die Konzentration des Interesses auf das Ohr gelenkt ist und man abstrahiert dann gewissermaßen vom Sehen und vom Fühlen. Am besten ist der Musikgenuss mit geschlossenen Augen. Das kann jeder an seinem eigenen Kopfhörer nachvollziehen, ausprobieren. Die Malerei ist dann noch etwas, was näher den Schriftzeichen ist als die Musik als Sprache. Ich versuche mir gerade was anderes vorzustellen als Musik als Sprache. Ist schwer vorzustellen, weil wie kann jemand, war die Musik früher als die mündliche Sprache, wie wir sie kennen, dann wäre es die älteste Sprache, aber das wage ich zu bezweifeln. Die Malerei, da ist die Abstraktion noch umso größer, auch wenn es sich jetzt nicht um ausgesprochen abstrakte Malerei handelt. In der dann die Abstraktion natürlich noch abstrakter ist, weil der Normalverbraucher jetzt sich fragt, ja, was soll denn das sein, was ist denn das? Das ist ein typisches Beispiel für einen identifikationsverseuchten Verstand, der fragt dann, was ist denn das? Was soll denn das sein? Das ist wie ein kleines Kind. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ganze Zen ist dazu bestimmt, die Sprache anzuhalten. Wenn es jetzt darum geht, Menschen eine wichtige Sache beizubringen, wie zum Beispiel die Rolle der Sprache im Denken oder auch im Handeln, da kann es dir dann in diesen Zen-Schulen durchaus passieren, wenn du da eine Frage stellst, Meister, was ist denn dieses oder jenes? Und dann zack, bumm, fehlt dir ein Finger. Hat dir der Meister den Finger abgehackt oder den Fuß jetzt, den Fuß weniger, aber den Finger abgehackt und das soll dir zeigen,
dass die Sprache Auswirkungen, schädliche Auswirkungen haben kann, auch wenn jetzt du mit deiner Logik da überhaupt keinen Grund findest und für dir das völlig unmöglich vorkommt. Aber diese Logik, die spielt dann auch keine Rolle. Da kümmert sich der Meister gar nicht drum. Gerade im Gegenteil, das soll dir klar werden, dass deine Logik hier null bewirkt. Pack dir einfach den Finger ab und schon hast du für den Rest deines Lebens eine Lektion. Und wenn du gut dabei bist, dann lernst du genau das, dass deine Logik, soll ich mich jetzt despektierlich, die Sprache der Straße, nun gut, einmal ausnahmsweise, dass deine Logik für den Arsch ist und was die Sprache und das Sprechen angeht, da kannst du vielleicht auch beim nächsten Mal befürchten, dass nur wenn du den Mund aufmachst, um etwas zu bewirken, dass plötzlich, naja, nur in dem Fall, dass du es mit einem Zen-Meister zu tun hast, natürlich. Im normalen Fall passiert dir das jetzt weniger, aber allein der Umstand, dass du mit so einem Zen-Meister in Kontakt kommst und womöglich dann noch die Schülerschaft eines solchen Zen-Meisters suchst, dann Kleingedrucktes gibt es da nicht. Aber wenn es das gäbe, dann würde das im Kleingedruckten drin stehen, dass für abgehackte Finger wird keine Haftung übernommen. So viel zur Nummer 298, es folgt die Nummer 299 und dann sind wir bei 6 Siebteln angelangt, also das Ende naht. Folge 62, vielleicht so wie ich geschätzt habe, 70 Folgen, vielleicht ein paar drüber, je nachdem wie eloquent und Plapperpudding ich gegessen habe. Also, Schweigen ist das letzte Wort, sagt dieser Dogen Senji, meines Zeichens Meister. Also, Schweigen ist das letzte Wort. Und wieso ist etwas, das kein Wort ist, ein Wort? Das wäre jetzt die billigste Logik. Ja, eingeklemmt zwischen Mikrofon. Wieso ist etwas, das kein Wort ist, ein Wort? Weil wir hier einen gemeinsamen Nenner haben. Das Wort soll etwas beabsichtigen und das Schweigen soll auch etwas beabsichtigen. Also ist es nur eine andere Art des Beabsichtigens. Und zwar Worte und die Sprache haben von jetzt an keine Bedeutung, keine Geltung mehr. Zumindest jetzt von einer Seite. Das heißt jetzt nicht, dass die andere Seite dann noch weiter munter drauf los plappern, wieso nicht, kann. Aber ich denke mal, wenn das wird selbst der einfältigste Zeitgenosse dann irgendwann merken, dass wenn da nichts zurückkommt, dass das eher sinnlos ist, dieses ewige Hinreden an jemanden, weil derjenige, der schweigt, dem anderen mitteilen will, ich will deine Argumentation nicht mehr hören, weil diese Argumentation mit Worten sowieso nicht verändert werden kann. Und das ist auch eine, ich denke mal, die Ignoranz ist eine mächtige Waffe. Nicht nur der Dummheit, sondern auch, wenn es darum geht, in einer Auseinandersetzung seinem Gegner zu zeigen, dass die Arena, auf der er seine Kämpfe austrägt, nicht die adäquate ist. Also diese Strategie und Taktik, die fällt oft auch schon kleinen Kindern ein, die im Reden und in der Sprache
den Erwachsenen ausgeliefert sind, weil sie noch nicht so gut sprechen, aber dennoch irgendwie fühlen oder einfach der Meinung sind, im Recht zu sein und etwas durchsetzen zu wollen und dann als vielleicht, ja, muss gar nicht mal das letzte Mittel sein, dann einfach nicht mehr zu sprechen. Das kann sich unter Umständen über längere Zeit hinziehen, bis man seinen Gegner dann weichgekocht hat. Meine Zeit ist um für die Folge 62 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik hier auf dem Gleichsatzkanal. Ich möchte noch einen Hinweis geben, ist zwar auch immer im Abspann der jeweiligen Folgen ein Link dazu vorhanden, und zwar zu einem anderen Kanal, der hier von den Gleichsatzmachern bzw. von mir, Werner G. Petschko, nicht zu verwechseln mit dem einfachen Werner Petschko, ehemaliger Kreisverwaltungsdirektor aus Dingolfing, Niederbayern, im Netz auch unterwegs mit einem Buch über Eisenbahn. Nicht zu verwechseln, auch Hannibal, der Lokomotivführer, mein Künstlername hier in dieser Trilogie, hat nichts mit jenem gleichlautenden Namen aus Ingolfing, jetzt schon im Ruhestand, der gute Mann, dürfte ungefähr auch mein Alter sein. Ultima Ratio 101 heißt der Kanal. Die 101, die müssen immer dazustehen, weil dabei sein, weil Ultima Ratio gibt 101 Ergebnisse mindestens auf YouTube. Also Ultima Ratio ist nicht schwer zu merken, und die 101 als Notruf ist es, glaube ich, in Palästina oder so. Egal. Ja, das war's für die Folge 62. Kanal abonnieren ist sowieso klar. Allen YouTubern rechts unten das Logo. Was mich aber nicht sonderlich beeindruckt, ob jetzt hier jemand abonniert oder nicht. All righty right, Rugies, peace und out.